Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die kurze Kampagne mit den Ponten oder dem Königreich Pontus, um genau zu sein, den, wie heißen sie später? Sassaniden, genau. Den späteren Sassaniden. Und wir haben es heute auf die Griechen abgesehen. Eine dieser Armeen, entweder diese hier, unter Hauptmann Perimedes oder unter die von Hauptmann Eteokles. Eteokles. Ein Name wie Donnergroll und Silberklang auf einmal. Hier gehst du mal nach Jerusalem, da werden wir dich fortbilden. Wir haben es außerdem auf die Parther abgesehen. Wir ziehen gerade eine Armee in Bostra zusammen, um den Seitenerben von den Parthern auszuschalten. Ob uns das gelingt, können wir nicht hundertprozentig sagen. Ich habe es aber auf jeden Fall auf die Parther abgesehen. Okay. Mir wäre es sehr recht, wenn wir sie ausschalten können. Mir wäre es ganz recht, wenn wir dich hier bestechen können. Das können wir aber erst nächste Runde. Gut, neues Familienmitglied, Rundenbericht ist egal. Rekrutierungsbericht ist egal. Aber den Baubericht, den gucken wir uns mal kurz noch an. Sinope hat die Ratskammer gebaut, baut dann jetzt die Armeekaserne dann auch demnächst aus. Ah nee, warte, wir bauen ja noch an den Kavalleriestellen. Sidon, baut noch weiter am Bazar. Memphis hat die Hinrichtungsstätte fertig. Dann bauen wir mal noch die Geheimpolizei. Palmyra hat den Statthalterpalast fertig. Hier wäre jetzt eine Handelskarawane ganz gut geeignet. Ataxata baut die Hinrichtungsstätte. Kommt mir gerade recht. Öffentliche Ordnung ist für uns wichtig. Nikomedia haben wir. Byzanz. Ja, kann hier weiter ausbauen. Aber zeig mir doch mal gerade... Ja, die Straße wäre schon recht wichtig. Ankara. Tja, da ist nicht viel los momentan in der Stadt. Da werden wir vielleicht eine Armee noch auflösen, die wir nicht mehr brauchen. Und dann sind wir mit dem Baubericht durch. Ich denke, wir können die Runde hier jetzt beenden. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ihr könnt das übrigens nachgucken, wenn ihr die Accent-Taste drückt, dann seht ihr die Bewegungsrichtlinien eurer Einheiten und könnt dann also gucken, wenn da irgendwo noch was grün ist, dann habt ihr in der Regel was vergessen. Aber das sieht hier ganz normal aus. Und wir machen die nächste Runde. Die Makedonen erklären uns jetzt den Krieg. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Hier ziehen wir uns zurück. Das hat offenbar geklappt, auch wenn ich jetzt nicht sehe, wohin wir uns zurückgezogen haben. Ah ja, hier unten. Ja, das war ja vorhin ein bisschen blöd gemacht, ne, Kinder? Ja, ja. Okay, zieh die Armee hier zusammen. Weiter geht es nicht, Sire. Einmal fortbilden. Mein Gebieter? Okay, die Bergbewohner ziehen wir nach Jerusalem. Weiter. Die können wir hier nämlich nicht fortbilden in Bostra. Aber das ist als Verteidigungsarmee ist das ziemlich gut geeignet. Also da können wir einiges machen. Die Kaff ziehst du mir bitte auch noch hier rüber. Marschieren. Wir können nicht weiter, großer Herr. Sire, weiter. Und die Bogenschützen nehmen wir auch mit. Stoßt vor. Wir können nicht weiter, großer. Die Armee ist auch fertig. Sehr gut. Ich weiß jetzt aber noch nicht genau, ob ich mit den Truppen hier... Oh shit, hier müssen wir was machen. Ja, wir können mit den Stirn auf normal gehen eigentlich. Ja, wir bauen mal die zwei Bauern. Mein Gebieter, stoßt vor. Weiter geht's. Ah, er will Ankara. Okay, alles klar. Ja, da ist nochmal ein recht guter Spion. Meine Ohren sind eure Ohren. Wo ist denn die andere griechische Armee? Ich sehe sie nicht. Hatte die... aber Schiffe hatte ja keiner, also an Bord eines Schiffes kann er sie nicht gebracht haben. Niemand wird mich sehen. In Bewegung. Da ist er. Und da hat er irgendwie einen General gekriegt. Einfach nie. Ja, praktisch, dass er den direkt in der Armee bekommt, ne? Das wäre allerdings zu schade, wenn den jetzt so ein Attentäter platt machen würde. Ah, Mist! Hat nicht geklappt. Wir können nicht weiter. Ich töte. Pass auf, guck mal, zu deinem Rücken habe ich das passende... Oh, jetzt hat er nur noch 6%, krass. Er wird vernichtet. Ey, das ist der Loser-Attentäter, ohne Witz, der kann nix. Den schicken wir jetzt gegen die Makedonen, die können auch nix. Weiter geht es nicht. Komm, einmal plätten.
Gut, gibt sogar nochmal Erfahrung. Er ist ein toter Mann. Ja, 21% ist zu wenig. Wir können nicht weiter. Begabte Kurtisane. Ja, Krieg zwischen Pontus und Makedonien. Das hat ja nicht lange gedauert, bis sie hier keinen Bock mehr auf uns hatten. Ei, großer Herr! Mein Gebieter? Aber es ist mir hier an der Stelle jetzt wirklich nicht wichtig, denn wir müssen eigentlich nur die Thraker ausschalten. So, dann gucken wir mal. Das sind relativ schwache Flotten, wenn ich das richtig sehe. Und wir können es mit denen doch locker aufnehmen. Wunderbar. Gesunken, abgehauen. Du machst auch tschüss, tschüss. Und ja, kommen die hier, die... die verteilen wir mal noch nicht ganz komplett weg. Momentan geht das nicht weiter, Sire. Befehle? Ja, wir gehen hier hin. Wir können nicht weiter, großer Herr. Mein Gebieter? Sire? Marschieren! Okay. Schließe mich an. Wir können nicht weiter, großer Herr. Wir haben hier noch ein paar Fortbildungen. Mein Gebieter? Weiter. Lauf mal weiter hier hin. Geht es nicht, Sire. Mächtiger General. Befehle? Marschieren. Weiter geht es nicht, Sire. Sire. Einer geht noch, oder? Mächtiger General. Vorwärts. Ah, okay, ich habe auch mal wieder falsch geklickt. Also irgendwas hier kriege ich mit der Maus nicht hin. Ja. Was machen wir denn mit dir? Mein Gebieter? Kann ich ihn angreifen? Das ginge. Das machen wir aber erst gleich. Wir haben ja 4 Einheiten. Befehle? Befehle? Pass auf, du gehst hier rein. Mein Gebieter? Mein Gebieter? Die barbarischen Söldner nehmen wir raus. Und ihr greift jetzt an. Ja, ist klar, dass der abhaut. Ein ruhmreicher Sieg. Mach mal ein Quick Save. Ich habe jetzt wieder was vor. Und zwar alle Nicht-Kavallerie-Einheiten. Stellen Sie sich bitte hier auf. Mein Gebieter, Befehle, verlasse die Armee. Marschieren, mein Gebieter, Sire. Und alle Kavallerie-Einheiten greifen hier Falinos an. Greif den Feind an! So, Häkchen haben wir rausgemacht. Perfekt. Diese Schlacht wird jetzt bedeutend aufwendiger, weil wir wenig Phalanx dabei haben. Eure Verstärkungen sind hier, aber genügen sie, um den Sieg zu sichern? Ja, ich gehe schon davon aus. Autofeuer müssen wir auch ausmachen. Ah ja. So, ihr geht mal hier hin. Wir haben allerdings doch ein bisschen was an Phalanx dabei. Damit können wir arbeiten. Ja, die Formation gefällt mir. Die rudischen Steinschleuderer schicken wir hier hin. Und ihr geht hier hin. Ich denke, wir nehmen noch eine Einheit Streitwagen mit darüber. Und ich gebe mal gerade Gas, bis hier alle Einheiten in Position sind. General! General!
Ja, wir müssen hier mal gucken, was er da so vorhat, ne? Mit seinen paar Phalanx-Einheiten. Jetzt muss er zurück und jetzt können wir ihn hier voll wegsemmeln. So, wir jagen ihn erstmal hier drüben. Komm mal hier rüber. Ach, jetzt muss ich den Plänklermodus wieder ausmachen. So. Jetzt brauchen wir die Streitwagen hier drüben. Oh Mann, ich krieg keinen Doppelklick hin. Kommt hier raus. Okay. Ganz gut gelaufen bisher. Die Kavallerie ziehen wir hier rüber. Die wird jetzt hier... wird jetzt hier die Phalanx dezimieren. Komm, ihr schießt mal auch noch mit den restlichen Pieler, die ihr habt. Die schmeißt ihr jetzt auch noch bitte auf die. Steinschleuderer jetzt bitte hier drüben aufstellen. Er attackiert uns dann noch mit seiner Milizkavallerie. Das müssen wir leider hinnehmen, denke ich. So, da sind noch ein paar Bogenschützen. Ich denke mal, wir gehen jetzt aber nochmal mit der Phalanx in Stellung. Und werden stattdessen hier die Infanterie neu gruppieren. Du kannst die Peltasten mal attackieren. Die sind anfällig gegen die. Die sind anfällig für die Steine. Und du kannst sie attackieren. Okay, schön. Okay, die Milizkav haben wir. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Ja, Schlag fortsetzen, bitte. Ja. Gut. Okay, was man eigentlich immer machen sollte, ist, man sollte dafür sorgen, dass die Fernkampfeinheiten keine Fernkampfangriffe mehr durchführen. Wichtig ist es dabei immer, dass das Autofeuer ausgestellt ist. Und jetzt sollte man natürlich noch gucken, dass man möglichst viel mit seinen Einheiten aufreibt. Ich gehe dazu zum Beispiel dann auch immer hin und nehme die Infanterie aus der Phalanx, weil es immer mal wieder sein kann, dass man Einheiten bei einem Kavallerie-Charge durch eine Phalanx verliert. Das möchte ich vermeiden, deswegen hebe ich in der Regel so gegen Ende dann immer die Phalanx auf. Dann ist das, das ist ein Bug, da kann man auch nicht viel gegen machen. Das Einzige, was man machen kann, ist halt eben präventiv die Einheit aus der Phalanx vorher halt rauszunehmen.
Und man möchte natürlich gegen Ende keine Kollateralschäden mehr haben. Deswegen ist es wichtig, dass man da auf seine Einheiten halt auch ein bisschen aufpasst, dass die Bogenschützen nicht mehr feuern. Ja, und dann kann man hier mit guter Laune noch die restlichen Griechen aufreiben. Mit der Alt-Taste verhindert ihr, dass eure Generäle nochmal Speere werfen. Die Einheiten können sich auch selbst verletzen, wenn sie im Reiten die Speere werfen und dann aus Versehen durch diese Speere durchreiten. Das ist alles machbar und das passiert auch hin und wieder. Deswegen sollte man da auch ein bisschen drauf achten. Okay, und jetzt haben wir hier drüben eine große griechische Armee vernichtet. Wir können nicht weiter, großer Herr. Das ist doch sehr, sehr günstig für uns. Byzanz können wir nächste Runde freiboxen und außerdem dann zugleich noch das Getenlager einnehmen. Wir gucken mal gerade, ja, Siedlung belagert haben wir. Dann machen wir noch den Baubericht. Sinope hat die Kavalleriestelle fertig, dann bauen wir jetzt den Tempel aus. Der Tempel bringt plus 3 Erfahrungsbonus für unsere Einheiten. Das ist doch cool. Okay, und dann sollten wir natürlich auch noch die Elite-Kavalleriestelle bauen. Naja, wir warten mal gerade. Wir müssen natürlich gucken, dass wir noch immer genügend Gold übrig haben. Hier bauen wir schon die Elite-Kavalleriestelle, glaube ich. Das sieht hier alles ansonsten gut aus. Ja, in Byzanz haben wir mal kurz auf, was zu bauen, weil in Byzanz momentan eh nichts gebaut werden kann, solange bis wir da eben die Siedlung freigeboxt haben. Und in Pergamon brauchen wir bald noch ein paar Bauern, stelle ich fest. Es ist auch eine Stadt, die sehr schnell wächst in der Regel. Macht euch immer vorher ein Bild darüber, ob eure Stelle ob eure Städte schnell wachsen oder ob sie eher langsam wachsen. Und stimmt dann eben eure Taktik für den Städteausbau daraufhin ab. Gut, wir bilden hier die Truppen fort in Memphis. Müssen mal gucken, da haben wir auch eine Schmiede. Mächtiger General. Auf jeden Fall eine gute Sache für uns. Wir können jetzt Dumata belagern. Greif den Feind an! Siedlung wird belagert, Sire. Ja, mit euch wollte ich hier hoch. Dich wollte ich kaufen. Auf die Schiffe! Wir können nicht weiter, großer Herr. 6400 ist okay. Wenn man die Einheiten übrigens selbst rekrutieren kann, dann kann man auch mit so einem Diplomaten halt hingehen, wenn man die Einheiten besticht und dann bekommt man sie. Natürlich eben für das entsprechende Geld, aber dann bekommt man sie für die eigene Armee. Damit, oder diesen Effekt, den nutzen wir jetzt momentan aus. Ah so, hier haben wir nochmal eine Runde Fortbildung, ne, für die Generäle. Okay, die Bauern müssen wir nicht fortbilden. Ja, schön. Okay, Rundenbericht ist noch egal. Ich zeig den euch nächste Runde dann nochmal. Und hier gab es einen Schwerträger für uns. Das ist schön. Ach, guck mal da. Das sind numidische Rebellen. Sieht so aus, als gäbe es hier wieder einen Job für unsere Söldnertruppe da unten. Befehle? Befehle? Wir können ja mal mit der Armee hier... Befehle? Ja... Wir können ja mal mit der Armee hier... Oh, da ist aber auch noch eine. Schauen wir mal kurz. Befehle? Befehle? Lauf mal kurz hier hin. Stoßt vor! Sire! Mächtiger General! Ah, das ist die Kaff, die keine Bewegungspunkte mehr hat. Gut. Vorwärts! Ja, wir gehen mal hier in Stellung. Also vielleicht können wir hier wirklich diese Söldner gleich auch noch angreifen. Sire! Die Rebellen meine ich, Entschuldigung, sind ja, vielleicht sind es auch Söldner, aber es sind auf jeden Fall jetzt erstmal Rebellen, um die wir uns hier kümmern müssen. Die Truppen hier sind fortgebildet. Ach, dann können wir doch auf jeden Fall euch auch noch mit darunter nehmen. Mein Gebieter, mächtiger General. Vorwärts! Du kannst hier mal gucken, also das da schaffen wir auf jeden Fall. Und mit dem Bogenschützen gehen wir hier hoch. Das ist immer ein bisschen blöd, durch die Städte bewegen sich die Einheiten manchmal nicht so gescheit durch. Und euch wollte ich vorhin noch mitnehmen. Aber ist okay, wir brauchen die nicht mehr, dann lösen wir sie auf. Schön. Mächtiger General. Du gehst mal hier mit dazu.
Sire. Doch nicht. Stoßt vor. Verlasse die Armee. Stoßt vor. Du wolltest ja hier hin. Mächtiger General. Ja, geben wir noch ein paar Gebäude in Auftrag. Also damit wir hier etwas weniger als 10.000 Denare übrig haben. Der Vorteil dabei ist, dass die Statthalter dann keine, oder dass die Statthalter dann nicht so oft schlechte Eigenschaften bekommen wie korrupt oder nutzloser Finanzbeamter und ähnliches. Das muss man bedenken und das muss man dann auch entsprechend ausnutzen. Okay, wir gehen mal hier unten noch gucken, ob da irgendwelche Rebellen sind. Ja, mit denen müssen wir es irgendwann auch noch aufnehmen. Aber erstmal machen wir hier Dumata platt. Und schauen mal, ob sich die Pater hier an diese Stadt rantrauen. Ich bin gespannt. In Petra haben wir noch Einheiten. Kommen wir mal hier hoch. Wir können nicht weiter, großer Herr. Okay. Ei, großer Herr! Ei, großer Herr! Du kannst noch mit hier dazu. Momentan geht das nicht weiter, Sire. So, dann haben wir hier die Befreiungsarmee für Byzanz und noch eine Eroberungsarmee für Rhodos. Darum wird er sich kümmern, denke ich. Naja, die Thraker versuchen einen Ausfall. Was haben sie denn? Griechische Kavallerie, Milizkavallerie, Sichelkämpfer. Naja, die sind nicht schlecht. Bogenschützen. Also ich meine, wir haben hier den Vorteil, weil die Sichelkämpfer nicht gepanzert sind. Wir haben mehr Bogenschützen dabei. Okay, dann machen wir es noch. Machen wir diese Schlacht noch und dann gucken wir weiter. Also dann werde ich den Part, denke ich, beenden danach. Aber diese Schlacht machen wir dann noch. Ich muss auch an der Stelle nochmal einen ganz kurzen Cut machen. Moment. Meine Festplatte ist nämlich fast voll und dann muss ich gerade ein paar alte Parts löschen. Finde ich eigentlich von der Aufstellung her nicht schlecht. Könnte man wirklich so lassen. Euch halt noch aus dem Plänkelmodus raus. Der Feind schickt noch mehr Männer, die ins Jenseits befördert werden wollen. Ja, die greifen wir mal so an. Ich meine, wir haben natürlich hier das Problem, dass er unsere Flanke umreiten kann, aber er hat halt auch nicht die besten Einheiten hier und wir haben es eher auf seinen General abgesehen. Okay, dann lassen wir den General halt in Ruhe. Wow! Phalanx, 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 Phalanx. Greift ihn an. Naja, ich weiß, was du vorhast. Also. Die Götter lächeln euch heute zu. Der feindliche General ist tot und seine Männer haben den Mut verloren. Okay, dann reimen wir jetzt die restlichen Siegelkämpfe hier auf. Ja,
Die behindern sich jetzt gegenseitig beim Schießen, ne? Das ist doch so typisch. Ja, vielleicht haben sie es doch nicht gemacht und ich habe einfach nur daneben geguckt. Da sind nur 3 Einheiten, da sind nur 9, okay. Zeig mir doch mal, wie die alle schön fallen. Also bei der AI sind die noch erstaunlich zäh. Im Multiplayer sind Bogenschützen gegen Milizkavallerie so verheerend. Also da müsst ihr wirklich geschickt sein und die Milizkavallerie immer möglichst schnell in den Rücken der Bogenschützen bringen und dann chargen oder so. Sonst habt ihr da eigentlich ganz schlechte Karten. Ja gut, ich meine, er hat uns ja angegriffen, hat sich ja so ausgesucht. Dann gehen wir jetzt hier wieder in Position. Wir haben ein paar Einheiten bei den Bogenschützen verloren, aber ich mache dieses Manöver ganz gerne. Ihr habt es ja gesehen, hier drüben hatte er mich attackiert mit seinem General. Ich habe dann alle Bogenschützen, die hier waren, direkt in den Nahkampf geschickt. Das kann man hier machen, weil die ein Erfahrungsupgrade haben und dann halten die ganz gut durch. Und es hat ihnen Zeit gegeben, bis meine Generäle in der Nähe waren und die haben dann den General aufgemischt. Wenn eure Bogenschützen ein Upgrade haben, könnt ihr das hin und wieder riskieren. Und ich persönlich finde, das ist immer eine recht gute Taktik, den Gegner der Gestalt anzugreifen. Und ich mache das ganz oft gegen einen Kavallerieausfall, dass ich dann einfach die komplette Bogenschützentruppe, die da in der Nähe ist, auch in den Nahkampf werfe. Und oft funktioniert das. Also es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert recht oft. Okay, der General eurer Feinde bearbeitet da meine Phalanx, hat aber keine guten Karten, schätze ich. Den Mut seiner Anhänger. Ich geh mal hier rüber. Wir jagen mal seinen General ein bisschen weiter. Das sind jetzt seine Bogenschützen, dann sollten wir also hier in die lockere Formation. Die Götter lächeln euch heute zu. Ja, jetzt nehmen wir hier die Generäle ganz schnell wieder raus. Ihr dürft euch nicht in den Nahkampf mit den Sichelkämpfern verwickeln lassen. Die sind nicht so schlecht gegen Kavallerie im Nahkampf. Hier hört mal auf zu schießen. Ich will hier keine Kollateralschäden an meinen Generälen haben. Aber ihr seht, wie schnell die sind. Also, die kommen hier noch relativ gut raus. Ja, wir setzen die Schlacht fort. Feinde fliehen. Jagt sie vom Schlachtfeld. Ich kann dann nur empfehlen, wenn es dann so chaotisch ist, eine Einheit oder beide Einheiten einfach mal so durchzujagen. Einfach nur Bewegungsbefehle zu geben. Meistens könnt ihr dann die Einheiten so hindrehen, dass ihr sie dann doch aufreiben könnt. Schon mal, dass wir hier noch was erwischen. Wobei wir schlechte Karten haben, die Sichelkämpfer, die sind so schnell, die haben halt keine Rüstung. Aber es ist gut gelaufen, 470 zu 80 ungefähr. Also zu 78, um genau zu sein. Das war ein gutes Ergebnis. Ja, damit gehört uns das Getenlager. Bevölkerung ausradieren, würde ich sagen. Das war einfacher, als ich gedacht habe. Ach nee, guck mal hier. Der Hauptmann Kukulitanus. Ich weiß nicht genau, was er will. Wir warten mal noch kurz ab. Können wir hier fortbilden? Ja, immerhin einige. Die Bogenschützen zumindest. Und er scheint auch hier eine Schmiede drin zu haben, was mir ganz gut gefällt. Holen wir uns eine Einheit Bauern. Und bauen hier mal die Armeekaserne aus. Tempel des Dionysos. Nee, der ist nicht gut, aber den können wir da lassen, den können wir da erstmal noch lassen. Nicht lange, nur für ein paar Runden. Okay, wir bauen
hier unten einen Wachturm. Baut einen Turm! Ich möchte einfach nur sehen, was sich hier unten noch so tut. Gut. Sitz bereit! Ja, mächtiger Herr! Ja, mächtiger Herr! Nimm jetzt mal ein paar Einheiten hier mit an Bord. Schließen uns der Flotte an, Sire! Sire! Mächtiger General! Sire! Mächtiger General! Ja, komm, ist Kavallerie, die hat viele Bewegungspunkte, hä? Sire. Schön! So, Naulochus. Also, Naulochus. Ich meine, dass die Entwickler haben hier natürlich an historische Namen gedacht, ist ganz klar. Aber trotzdem, das finde ich, der Name, der geht gar nicht. Ja, das wird hier relativ einfach für uns. Wir kämpfen ja nur gegen Kavallerie ohne Schild. Jetzt nicht zum Beispiel so wie die Langschildkavallerie bei den Karthagern. Die dann da doch ein bisschen robuster ist. Ja, 10% ist einfach zu wenig. Wir killen hier den Hauptmann. Eins. Wir killen 62. Ja, komm, wir versuchen es. Jawoll. Endgeil. Spione zu killen, das ist die Königsdisziplin mit den Attentätern. Cool. Also das hat sich auf voller Linie gelohnt. Jetzt könnten wir zum Beispiel hingehen, weil wir hier die Hauptmänner ausgeschaltet haben. Und könnten diese Truppen relativ einfach bestechen. Die wären nicht wirklich teuer. Ist sehr praktisch. Marschieren. Befehle. Vorwärts. Ich muss aber mal gerade gucken. Ich denke, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde mal den Part hier beenden. Weil alles andere, das ist noch relativ aufwendig fürs Management. Und das machen wir dann gleich und den klicken wir noch weg. Wir gucken uns noch die Ereignisse einer Seite an. Herausragender Kommandant plus 2, Schwerträger, Zeuspriester. Nice, das gefällt mir. Was haben wir noch? Widerstand ist zwecklos. Genau, das hatten wir, Feind irgendwie vertrieben, das waren die Thraker. Den Rundenbericht gucken wir uns jetzt nochmal an. Ihr seht also hier, dass mein Armeeunterhalt bei 32.716 liegt. Im Mid-Game bis Late-Game gucke ich, dass der nicht höher ist als die kombinierte Variante von Farmwesen und Handel zusammen. Dass wir also über die Steuern alleine die Baukosten finanzieren. Das geht bei den Zivilisationen, die keine Griechen und keine Römer sind, nicht ganz so oft auf, weil die in der Regel ein niedrigeres Steueraufkommen haben. Also Römer, Karthager auch und Ägypter und Griechen, Makedonen, also diese hoch zivilisierten Staaten, auch die Seleukiden, haben prinzipiell ein höheres Steueraufkommen als beispielsweise Pontus, Skythen, Dakien, Spanien oder Numidien. Da müsst ihr drauf achten und also dass ihr, wenn ihr diese Formel benutzt, also hier sind wir ja jetzt bei 42 und ihr seht also, dass macht einen Plus von ungefähr 20.000 pro Runde, ein bisschen mehr vielleicht, dass ihr da ein bisschen vorsichtiger mit den Steuern kalkuliert, dass ihr also auf jeden Fall noch genügend Denare übrig habt, um auch jede Runde in jeder Stadt was zu bauen. Halte ich persönlich für recht wichtig, damit man die Bauplätze halt optimal nutzt, denn man kann ja in Rome im Gegensatz zu den anderen Spielen, wie beispielsweise bei Shogun oder eben bei Empire, kann man nur ein Gebäude pro Runde bauen. Dafür ist es alles mit den Finanzen ganz, ganz anders geregelt, jetzt beispielsweise bei Empire. Oder eben bei Shogun, da läuft es ja auch anders, da kann man ja auch Städte ganz komplett von der Besteuerung ausschließen und so weiter und so fort, aber ihr wisst das ja eigentlich alles schon. Ich sag's jetzt hier nur für die Leute, die noch nicht so oft hier zugeguckt haben und die vielleicht neu sind und ja, einfach so ein paar Fragen haben, dass man das hier einfach mal so erklärt. Gut, ihr geht hier oben nach Jerusalem und ja, alles andere mache ich im nächsten Part, Leute, wir sehen uns dann. Den Baubericht, den mache ich offscreen, glaube ich. Ich wünsche euch alles Gute, Pax Vobiscum.